Wir schauen uns heute eine Börse an, die letztes Jahr nicht gefallen ist, sondern die sogar noch mal um 13% gestiegen ist. Die Börse Indonesien klingt vielleicht für den einen oder anderen sehr exotisch oder abwegig, aber Indonesien hat jetzt 270 Millionen Menschen und ist damit nach Einwohnern inzwischen das viertgrößte Land der Welt. Und darum sollte man es auch nicht unterschätzen oder übersehen. Wo steht Indonesien und welche Aktien könnten da gerade interessant sein? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Indonesien, ein wunderschönes Land, Sommer, Sonne, Meer, über 17.000 Inseln. Und es hat ja auch wieder viel Werbung bekommen jetzt als Urlaubsziel von unseren zwei Klimaklebern von Last Degeneration. Die sind in Urlaub geflogen nach Bali und dafür werden sie jetzt natürlich in der Luft zerrissen. Und sehr vielsagend war ja auch eine offizielle Stellungnahme von denen, wo es dann ja hieß, die beiden, die hätten ja ihren Langstreckenflug als Privatleute gebucht und nicht als Klimaaktivisten. Klar, dass sie sich jetzt in Denpasar nicht auch noch auf die Straße kleben, das hat man sich schon fast gedacht. Das würde man auch keinem raten, weil man da nämlich wahrscheinlich einfach über den Haufen gefahren wird. Gerne auch gleich mal von einem Kohlelastwagen. Der Letzte, der das versucht hat, der sah danach so aus. Aber das Ganze ist ja offensichtlich kein Widerspruch, weil der Klimawandel wird ja auch nicht verursacht von Menschen, die Auto fahren oder die mit dem Flugzeug fliegen, sondern von einer ignoranten Gesellschaft, die nichts dagegen tut. Oder, wie die Betroffenen selber gesagt haben, reine Individualkritik hilft auch nicht weiter. Zitat Ende. Aber wie auch immer. Für Indonesien ist der Tourismus natürlich schon sehr wichtig. Er ist der zweitgrößte Devisenbringer und er hat sich von der Covid-Pandemie in ganz Südostasien eigentlich bis jetzt viel weniger erholt als im Westen. Das ist von JP Morgan aus dem berühmten Guide to the Markets. Letztes Jahr die ankommenden Touristen im Vergleich zu 2019. Indonesien ist hier im Grau und ansonsten haben wir da noch Vietnam, Thailand, Malaysia, die Philippinen und Singapur. Bis jetzt sind wir da jeweils nur so bei 40 bis 50% vom früheren Tourismus-Normalniveau. Weil es länger Reisebeschränkungen gab in diesen Ländern, weil Flüge auch sehr teuer waren und aber weil vor allem auch die Touristen aus China nicht mehr gekommen sind bis jetzt. Das ändert sich aber gerade alles und man sieht ja auch, es geht wieder stark aufwärts da und das ist eine Chance für den gesamten südostasiatischen Raum. Indonesien ist aber auch ohne den Tourismus wieder stark gewachsen und das zeichnet das Land eigentlich eben auch aus. Es war ziemlich krisenresistent jetzt. Hier haben wir das inflationsbereinigte Wachstum die letzten 3 Jahre. Das ist von der Seite von Trading Economics. Es hat auch da einen starken Einbruch gegeben im Frühjahr 2020, Beginn der Covid-Pandemie. Es hat sich dann aber auch stark erholt und es war vor allem dieses Jahr auch durchgehend bei über 5% und ist dann auch weiter gestiegen im dritten Quartal bis auf 5,7%. Und hier das Wachstum die letzten 10 Jahre und da sehen wir, Indonesien wächst eben schon seit Jahren überdurchschnittlich. Die BIP-Wachstumsrate in den normalen Jahren, die war immer mindestens bei 4%, meistens eher bei 5% und drüber. Und außerdem ist das Ganze eben auch gelungen mit einer halbwegs niedrigen Inflation. Hier das letzte Jahr, sie ist natürlich in Indonesien auch gestiegen, vor allem dann im Herbst. Im Herbst sind Subventionen für Spritpreise wieder gestrichen worden. Da ist sie dann auf über 5% gegangen. Aber sie geht eben seitdem auch wieder zurück und die Kernrate im Januar, die war sogar nur noch bei 3,3%. Deutlich weniger als in fast allen anderen Ländern und das hat eben auch viele positiv überrascht.
Warum steht Indonesien so gut da und wie kann man davon profitieren unter Umständen? Das kommt jetzt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Sie haben nämlich ja im September von uns schon einen Zukunftsmärkte-Report bekommen, genau zu diesem Thema. Für die, die den gelesen haben damals schon, sehen Sie das jetzt einfach als Update hier und natürlich auch als Dauerwerbesendung für unsere Zukunftsmärkte-Reports. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind nämlich gratis und morgen kommt auch schon wieder ein neuer. Da geht es dann um das aktuelle Wachstum und um die aktuelle Inflation und Geldpolitik in allen großen Schwellenländern. Indonesien ist auch wieder dabei, aber es ist eben auch China und Indien dabei und Brasilien und Mexiko auch. Wo stehen wir da gerade jeweils? Wo sind jetzt die Aussichten günstig? Weil der IWF, der geht ja zum Beispiel davon aus, dass die Schwellenländer dieses Jahr um 4% wachsen werden, aber die reichen Länder nur um 1,2%. Und die Reports von uns sind gratis, wie gesagt, Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Was hat Indonesien richtig gemacht die letzten Jahre? Es hat vor allem nicht so viel falsch gemacht. Die Demografie, die ist sowieso sehr günstig und der Wohlstand ist da auch noch nicht besonders hoch. Das heißt, es gibt da eben noch Luft nach oben. Und das große Pfund in Indonesien, das ist natürlich der riesige Binnenmarkt, der da gerade am Entstehen ist. Das sorgt für Investitionen auch aus dem Ausland. Die ausländischen Direktinvestitionen, die sind da letztes Jahr um 44% gestiegen auf ein neues Rekordniveau von 46 Milliarden Dollar. Dann ist Indonesien sehr rohstoffreich. Wichtiges Exportprodukt ist Kohle zum Beispiel, ist gerade stark gefragt. Dann hat Indonesien die weltgrößten Nickelreserven inzwischen auch. Die Grafik hier, die ist von der Financial Times. Es hat bei den geschätzten Reserven Australien inzwischen überholt. Und Nickel ist ja auch gefragt für Elektroautos und entsprechende Batterien. Und Indonesien hat auch viele Agrarrohstoffe. Das Wichtigste ist Palmöl. Das ist allerdings natürlich umstritten, weil dafür Regenwälder abgeholzt werden. Und man versucht da zwar, dass man das inzwischen ein bisschen besser macht, aber der Erfolg ist bis jetzt begrenzt. Wobei da die westliche Haltung natürlich auch manchmal ein bisschen fragwürdig ist, weil einerseits ist Palmöl ja bei uns verpönt, aber auf der anderen Seite scheint es ja wirklich kein Produkt mehr zu geben, wo nicht unbedingt und in jedem Fall Palmöl drin sein muss. Aber ansonsten war die Politik insgesamt relativ erfolgreich. Der Regierungschef seit 2014 ist Joko Widodo. Der war früher Tischler und Möbelfabrikant aus armen Verhältnissen. Und er betreibt eine liberale Wirtschaftspolitik. Und er hat zwar die Steuern, die sehr niedrig waren, die hat er ein bisschen erhöht in seiner Amtszeit. Dafür gab es aber auch große Infrastrukturprogramme, also Straßen, Häfen, Flughäfen. Und das hat das Land schon sehr vorangebracht. Und er scheut aber auch nicht davor zurück, dass er manchmal auch stark in die Wirtschaft eingreift. Also es gibt zum Beispiel jetzt ein Bauxit-Exportverbot und seit 3 Jahren gibt es außerdem auch schon ein Nickelerz-Exportverbot, weil die Regierung, die will nicht, dass die Rohstoffe einfach verschippert werden, sondern die sollen möglichst im Land selber auch weiterverarbeitet werden. Man will da also in der Wertschöpfungskette auch aufsteigen. Wo sind die Risiken von Indonesien? Natürlich, es gibt eine relativ hohe Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen. Das kann sich ja auch mal negativ auswirken. Dann politische Risiken, weil nächstes Jahr sind wieder Wahlen und Widodo darf nicht nochmal gewählt werden. Und da kann es natürlich auch sein, dass sich jemand mit einer ganz anderen Agenda durchsetzt. Und abgesehen davon, Indonesien ist das größte muslimische Land der Welt, was an sich kein Problem jetzt ist. Also ich bin nämlich auch der Meinung, dass viele muslimische Länder grundsätzlich unterschätzt werden von Anlegern. Und es gibt da gerade bei jungen Leuten und gerade auch bei den jungen Frauen sehr viel Ehrgeiz mittlerweile und sehr viel Fleiß und auch Wissbegier. Und Indonesien ist ein liberales muslimisches Land. Aber es gibt da auch fundamentalistischere Strömungen. Und wenn die stärker werden sollten, dann wäre das für die Investoren wahrscheinlich auch ein Problem.
Das ist ein ETF von der HSBC auf den MSCI Indonesia Index in Euro. Der Chart ist von TradingView. Es ist ein klassischer Verlauf, ein starker Einbruch am Anfang von der Corona-Krise, die Indonesien hart getroffen hat, und eine Erholung, die auch nicht so schnell gegangen ist wie an anderen Börsen. Aber wir sind inzwischen wieder auf Vorkrisenniveau. Und hier haben wir noch den Chart seit Anfang 2022. Also der Markt hat letztes Jahr geschwankt, aber er ist eben unterm Strich trotzdem nicht gefallen, sondern er ist um 13% gestiegen in Euro, in einem sehr schwierigen Umfeld ja auch. Was aber auch auffällt, das ist, dass er von September bis Dezember wieder schwach war. In einer Zeit, in der ja wieder andere Emerging Markets, vor allem China, sich stark erholt haben. Und China ist vorher ja 2 Jahre lang stark gefallen. Viele Großanleger sind aus China geflohen in Länder wie zum Beispiel Indien und Indonesien. Und jetzt wird eben zum Teil wieder zurückgeschichtet nach China. Das ist aber ein Prozess, der bald auch wieder abgeschlossen sein dürfte. Allerdings, weil eben Indonesien auch wachstumsstark ist und attraktiv, darum ist die Börse auch nicht mehr so billig. Das Durchschnitts-KGV ist bei ungefähr 14, die Dividendenrendite im Durchschnitt ist nur noch so bei 3%. Andere Emerging Markets sind da günstiger. Sie haben aber auch nicht die hohen durchgehenden Wachstumsraten. Im MSCI Indonesia Index sind hauptsächlich Banken. Es gibt aber auch aktiv gemanagte Fonds, zum Beispiel der Fidelity Fund Indonesia. Da sind Banken ein bisschen niedriger gewichtet im Moment und der Konsumsektor ist ein bisschen höher gewichtet. Hat sich aber die letzten 5 Jahre auch nicht großartig anders entwickelt. Einzelaktien. Eine der bekanntesten ist wahrscheinlich Indofood. Das ist ein großer Lebensmittelkonzern, produziert Nudeln und Getränke und viele, viele andere Sachen und ist langfristig ganz sicher auch ein Profiteur vom Wachstum in Indonesien. Ist auch nicht teuer, das KGV ist bei unter 8, aber sie sind auch dick mit drin im Palmölgeschäft über die Tochter Indofood Agri. Und das mag nicht jeder und Palmöl ist jetzt natürlich auch nicht zwingend ein Rohstoff, der sich jetzt zwingend gut entwickeln muss die nächsten Jahre. Und bekannt ist auch Indocement, da ist es weniger gut gelaufen die letzten Jahre und die sind mit einem KGV von 30 auch nicht unbedingt billig. Und wir haben zwar einen Bauboom in Indonesien, aber die Energiekosten sind eben sehr stark gestiegen die letzten Jahre. Das hat belastet. Könnte sich allerdings wieder verbessern und es ist auf jeden Fall eine Aktie, die man, glaube ich, auch im Auge haben sollte. Astra International, für mich eine der interessantesten und auch solidesten Aktien aus Indonesien. Das ist ein Mischkonzern, ist breit aufgestellt, schuldenfrei, ein KGV von 8, eine Dividendenrendite von knapp 5%. Sie sind erstmal ein Autoimporteur von Toyota, Daihatsu, BMW und Peugeot unter anderem. Dann vertreiben sie Baumaschinen und auch Minenausrüstung und sie haben eine große Finanzsparte, sie haben eine große Logistiksparte. Sie sind also auch mittel- bis langfristig mit Sicherheit ein Profiteur vom indonesischen Wachstum. Aber auch hier wieder Palmöl. Ein Unternehmen ohne Palmöl ist in Indonesien kein Unternehmen anscheinend. Und vielleicht noch ein bisschen interessanter, Mitra Adiperkasa. Ein Ladenkettenbetreiber mit einer sehr guten Marktposition, mehr als 2500 Filialen und sie sind der Indonesien-Partner unter anderem von Starbucks, Zara und Burger King. Definitiv ein Unternehmen, das vom wachsenden Mittelstand da profitiert. Und die Aktie ist auch ganz gut gelaufen, aber mit einem KGV von 13 jetzt auch noch nicht wahnsinnig teuer und ohne Palmöl, außer das in den Muffins von Starbucks. Und vielleicht ein bisschen spekulativer, aber auch interessant, Ciputra Development. Ein Baukonzern, ein Betreiber von Wohnimmobilien hauptsächlich, dann Büroimmobilien, Shoppingcentern und Hotelanlagen. Ein KGV von 10 und auch in Indonesien hat der Immobilienmarkt einen Dämpfer bekommen, aber der Wohnraum in den Städten, das bleibt ein Thema und der Zinsanstieg ist jetzt wahrscheinlich auch so gut wie vorbei. Und außerdem soll Indonesien ja eine komplett neue Hauptstadt kriegen, Nusantara. Und da ist Ciputra gut mit dabei und man kann sich jetzt natürlich drüber streiten, ob sie mehr vom Aufstieg von Nusantara profitieren oder vom Niedergang von Jakarta leiden.
Aber Jakarta wird mit Sicherheit noch lange das wirtschaftliche Zentrum bleiben, bis es dann in 30 Jahren dann eben absäuft, steigender Meeresspiegel, weil eben gewisse Leute nicht auf Fernflüge verzichten wollen hier. Das waren ein paar indonesische Aktien im Schweinsgalopp. Die sind alle in Deutschland relativ unbekannt, dementsprechend natürlich auch markteng. Also bitte jetzt nicht alle gleich auf einmal kaufen. Und wenn doch, dann immer mit limitierten Kauforders natürlich, sonst werden Sie da beim Kurs vielleicht übervorteilt. Und wie gesagt, wir haben ja kurzfristig diese Länderrotation, die kann erstmal auch nachteilig sein und darum ist es vielleicht auch nicht unbedingt die optimale Zeit, um da jetzt gleich ganz massiv einzusteigen. Aber ich gehe davon aus, dass Indonesien langfristig Potenzial hat und dass es auch ein Langfristgewinner ist unter den Schwellenländerbörsen, sodass es trotz der genannten Risiken, die wir da natürlich auch haben, eine Börse ist, die sich mittelfristig, langfristig schon überdurchschnittlich entwickeln kann. So viel dazu heute in unserer Dauerwerbesendung für unsere Zukunftsmärkte-Reports. Und morgen, wie gesagt, schon der nächste mit einem Wachstums- und Inflationsausblick für China, Indien, Brasilien, Mexiko und Indonesien. Und den können Sie jetzt noch kriegen hier zum Vorzugspreis von 0 Euro auf www.zukunfts-märkte.de. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der meinen Kanal abonniert oder wenigstens hier einen Kommentar abgibt. Aber denken Sie dabei auch an das, was wir vorhin gerade gehört haben. Reine Individualkritik hilft auch nicht weiter. An dem, was Sie hier sehen müssen, da ist natürlich auch irgendwo die ignorante Gesellschaft schuld. Alles Gute Ihnen. Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.